Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Wir haben jetzt eigentlich alles erforscht. Das heißt, wir könnten uns jetzt mal daran machen, dass wir... Drawn. Das ist ein einziger Kran. Okay, mehr gibt's nicht. Dass wir uns vorbereiten, um vielleicht nochmal auf einen anderen Planeten zu fliegen. Auf dem wir da ein bisschen mehr Grundlagen haben. Jetzt ist die Frage, kriegen wir auf das Ding hier ein Lager drauf und darauf wiederum ein Habitat, aber ich glaube nicht, ne? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Hier, ich druck mal ein Habitat, mal gucken. Habitat, Gemisch hat man glaube ich nicht mehr, haben wir gesagt. Aber ich meine, dass auf dem Weg hierher noch ordentlich Gemisch rumlag. Okay. Oder so. Nehmen wir doch gerade das Gemisch hier nebendran. Was ich halt irgendwie cool finden würde, wenn man ein Tool hätte, mit dem man die Ressourcen aus der Stelle rauszutscheln kann, ohne den Boden so hart zu zerstören. Nein. Oh, es fällt schon nebendran. Ich hab gekrümmelt. So, wir laufen mal zurück. Das wäre irgendwie klasse. So, machen wir nochmal ein Habitat. So, gucken wir, ob das hier drauf haftet. Nope. Okay. Ich weiß damals, ich kann mich erinnern, da hatte ich nämlich nur ein Lager drauf und das Habitat und bin im Habitat losgeflogen. Man kann nämlich auch hier einsteigen, meine ich. Ja, man kann nämlich auch im Habitat einsteigen und losfliegen. Dann kommst du aber nicht mehr weg. Ich glaube, wenn ich das jetzt so machen würde, dann komme ich nicht mehr weg. Das habe ich einmal als Fehler gehabt. Ja. Nee, ich glaube, man kriegt hier nicht weiter Zeug drauf, wa? Was dieses Tool gibt es, ist es dann dieser ist das der Geländeanalysator eventuell? Können wir auch mal bauen. Komm, wir bauen mal so einen Geländeanalysator, wenn wir schon mit dem Bauen dabei sind. Aluminium. Haben wir, glaube ich, nur noch hier bei Kupfer, ne? Ja. Und noch im Keller. Muss man niesen? Muss niesen? Fuck. Oh, sorry. Oh Gott. Wo ist denn jetzt hin, der Geländeanalysator? Ah, der klebt hier unten noch. Oh Gott. Uiuiui. Hier kriegen wir auch nichts dran an das Ding, ne? Wir können ja überhaupt nichts transportieren. Oder kriegen wir ein Lager hier oben dran? Nee. Nee. Das würde ja auch komisch fliegen. Gut, man könnte ein kleines Solarmodul oder so dran kleben, ne? Wieso kann ich denn überhaupt was drucken, geschlossener Einsitzer? Das macht doch gar keinen Sinn, der hängt doch noch da dran, der dürfte doch hier eigentlich nichts machen. So, warte mal, mir fällt gerade was ein. Während der so schön der Wind sich bewegt. Sollte mal gucken, dass wir die Energie nutzen, um den Sprit aufzufüllen. So, was können wir denn mitnehmen? Also wir sollten auf jeden Fall Harz mitnehmen und Gemisch. Zack. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Sehr gut, dann wird das Ding sowieso geladen.
Was ist das hier? Sauerstoff. Hier oben haben wir gemischt, da haben wir einen Oxygen Tank. Das ist das Ding zum Rasenmähen. Ich glaube, ich würde schon diesen einen Generator mitnehmen. Dann können wir auf jeden Fall aus organischen Sachen Strom herstellen. Bei Strom hat das Ding doch sowieso das Habitat, oder? Es hat doch unendlich Strom. Hört ihr das? Irgendwas wie Schüsse. Voll mit Gemisch. Krümmelt. Und so. Oh. Was können wir hier eigentlich noch drucken? Shuttle haben wir schon, mittelgroße Rover. Okay, das sind nur die zwei Sachen. Alles klar. Man könnte noch... Geländeanalysator. So, warte mal. Sprit auffüllen. So, jetzt gucke ich mal kurz. Okay, hier fräst man auf jeden Fall auch in den Boden. Was macht denn Geländeanalysator? Dann kapiere ich es nicht. Oh Gott, jetzt kommt wieder der Sturm. Mensch, wir kriegen hier überhaupt nichts mit. Das ist echt ein Problem. Wir können nichts mit auf den anderen Planeten nehmen. Shit. Zieht er vorbei? Sieht so aus. Okay, kommt auf jeden Fall nicht her. Okay, warte mal, dann setze ich das Ding kurz hier um. Da die Reste da rauszutschelt. Ja, das ist schon ziemlich voll. Hier können wir noch dran kleben. Ich weiß es nicht. Bräuchte noch ein bisschen Harz. Da haben wir ja gar nichts. Wenn wir auf so einem anderen Planet angucken und da müssen wir von unserem Habitat. Was würde dann drüben Sinn machen? Ich weiß nicht, was auf einem anderen Planeten Sinn machen würde. Also was wir da am besten als erstes aufbauen. Eigentlich ein Drucker. Das heißt, wir bräuchten noch irgendwie Harz. Okay, wir fahren nochmal los. Da lang. Moment. Hab ich einen Notfallgenerator dabei? Hab ich da auch nicht dabei, oder? Ne, ich muss einen Generator mitnehmen. Nein, nein. Jetzt generiert er nämlich Energie rein. Okay.
So, da sind noch Harz, Gemisch. Wieder Gemisch. Na komm. Dann haben wir hier unsere Solarpanel vielleicht noch irgendwo liegen. Ui. Oh. Auch nicht, ne? Nee. Irgendwo Harz. Irgendwo, bitte. Sauerstoff. Ui, was ist denn das? Wieder Gemisch. Was ist denn das für ein Ding? Hm. Harz, bitte. Ich finde das bei dem Spiel ziemlich lästig, also dass man hier jetzt permanent irgendwas... Was ist das für ein Geräusch? Irgendwas hat so gebrummt. Immer irgendwas sucht. Es wäre irgendwie cool, wenn man sich dann so abstecken könnte, wo man was gefunden hat. Also mit der Boje kannst du natürlich was abstecken, aber... Was ist denn das für ein... Was folgt mir doch? Wird verfolgt. Paranoia-Minias. Da vorne sieht nach Harz aus, wa? So. So, mindestens 4 Stück und mal 1, um einen Knubbel zu bauen und dann 2, um die Plattform auszubauen. Und dann was weiß ich noch, wie viel Harz, um wieder weiterzubauen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles transportieren soll nach drüben. Also auf einen anderen Planeten. Eigentlich nur am Körper. Weil da muss ja das Habitat drauf und dann passt ja nicht viel dran, ne? Außer Energie. Okay, da scheint nichts mehr drin zu sein. Es wäre cool, wenn man einen so eine Klappplattform mitnehmen könnte, weil das wäre dann so ein bisschen. Das wäre dann so ein bisschen mehr Stauraum, aber ansonsten komme ich ja mit dem Habitat nicht ziemlich weit. Da ist wieder irgendwas. Was ist das? Wahrscheinlich nur wieder ein Bauteil, was einfach nur nichts macht. Ja, so ein Knubbel halt. Die Dinger sehen ja immer sehr vielversprechend aus, aber im Endeffekt ist hier auch nichts drin. Oder geht's hier rein? Ah. Ah, da kommt man aber nicht hin. Doch, man kommt da hin. Warte mal. Oh, da ist noch was, eine Batterie. Oder? Ja. Noch Titan. Kupfer. Wie so eine Eistüte, das letzte rausholen. Bis auf den Zipfel. Ja, haben wir. Was liegt denn hier? Wo ist jetzt das? Hier, wo ist jetzt das? Ach, nur ein Schrottteil. Na gut. So, ich denke, das langt für eine Mission auf einem anderen Planeten. Fahre ich denn überhaupt richtig? Ich glaube ja. Ja. Du, du. Guck mal, da oben steckt auch was drin. Da oben steckt auch ein Teil drin. Da ist ein ganzes Raumschiff gekentert wahrscheinlich. Oh, hier ist noch viel Harz. Ach, schade. Also man müsste auf dem neuen Planeten, den man findet, auf jeden Fall Ressourcen finden, weil so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Das ist natürlich schon ziemlich ätzend, weil ich überhaupt gar nicht so viel Kram mitnehmen kann, dass ich mir da wirklich groß was aufbauen kann.
Deswegen bin ich auch damals losgeflogen. Ich kann mich noch genau erinnern, in der ersten Staffel war es so, dass ich im Habitat gesessen habe. Jetzt treibt er hinten nur noch an. Aber lädt mich gerade auf. Und dann konnte ich nicht mehr starten mit dem halben Habitat ohne irgendwie noch individuellen Kram drauf. Ui. Ui. Langsam, 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 langsam. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Material mitgenommen. So, warte mal kurz. So, der müsste Sprit auffüllen. Dann würde ich sagen, fülle ich beide Container noch auf. Damit wir auch noch genügend Reserven haben, um wieder wegzukommen. So, ich glaube, das macht er jetzt noch eine Zeit lang. So. Den Rasenmäher, den brauche ich ja nicht wirklich, ne? Das ist ja Energie erzeugen drüben. Ich sag mal, wenn man das Habitat hat, das hat ja von sich aus Energie, oder? Ne, es füllt aber keine Geräte auf. Wobei, den Generator müsste ich mich mitnehmen, weil ich bräuchte nur Gemisch. Damit könnte ich das ja drüben bauen. Ich habe halt echt nur beschränkt Platz. Wo ist denn der Drucker? Da drüben ist der Drucker. Oh, Moment, wo habe ich das Lager hin? Das hatte ich hier hin, okay. Sauerstoff, organisch, jo. Silizium, warte mal, wir hatten glaube ich nur ein Silizium, das heißt wir könnten eine große Batterie machen, aber die können wir dann auch wieder nicht mitnehmen. Da. Können wir auf jeden Fall noch eine Batterie drucken. Dann können wir das hier wegnehmen und da noch eine Batterie setzen. Dann haben wir auf jeden Fall noch Energie für die Nacht. So. Der müsste dann danach geladen werden. Tja, könnte man jetzt sein Glück da drüben versuchen. Sauerstoff ist Quatsch, was habe ich hier noch dran hängen? Das ist der ganze Kupferkram. Aber ich würde, glaube ich, eher... Harz und Gemisch mitnehmen wollen, weil das viel wichtiger ist. Tausche das einfach nur durch? Na klar, tausche es nur durch. So, warte mal, wir brauchen Harz. Gemisch brauchen wir auch, aber das eher wegen Verbindungen. Dann klebe ich das Harz mal hier an meinen Bohrer dran. Jetzt haben wir 4. Das heißt, wir haben von dem Habitat eine Verlängerung. Noch eine Verlängerung ist praktisch eine Basis. Jetzt ist die Frage, was wir drüben brauchen und was wir uns herstellen aus dieser einen Basis. 2 Kupfer brauchst du, glaube ich, für die Schmelze. Genau, das hatte ich mir überlegt, welche Materialien wir jetzt brauchen. Wenn ich das noch wüsste. Ich will jetzt ungern das Harz verharzen. Sind es 2 Kupfer? Ich hoffe, es sind 2 Kupfer. Das wäre natürlich ziemlich nice zu wissen. Dann lasse ich das mal hier. Da. Ein Sauerstoff ist auch Quatsch. Nehmen wir 2 Kupfer mit. Sollte man zur Sicherheit noch 2 Aluminium vielleicht einpacken. Wir haben jetzt 4 Harz. Wir bräuchten 3, um eine Station herzustellen. Na, wir brauchen eigentlich insgesamt dann mehr, ne? Ja, das überlege ich mir noch. In dieser Folge fliegen wir eh nicht mehr los. Ne? Von daher sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge von Astroneer. Und dann werden wir mal gucken, was wir da zu finden auf dem anderen Planeten. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Ciao.